Dieses Jahr habe ich mit den Kohlpflanzen überhaupt kein Glück im Garten. Das Frühkraut ist der Wurm und der Brokkoli, der mag nicht wachsen, der ist ganz mickrig. Und überall sitzt die weiße Fliegen drauf. Es macht überhaupt keinen Spaß nicht. Ich glaube, Aber nächstes Jahr, ja. ich glaube, du brauchst echt mal wieder eine Frau. Oder ein Mann. Nein, ernsthaft mal wieder ein bisschen Schwung in dein Leben bringen. Da bin ich doch schon zu alt dafür. Dafür ist man nie zu alt. Meinst du? Na klar. Wir finden dir schon eine Süße. Dort drin. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, Papa. Liebe auf den ersten Klick. Aber das mag ich nicht, dass da von mir die ganzen Daten im Internet sind. Das kannst du danach alles wieder löschen. Jetzt probier's halt mal. Ja, gut, probieren wir es einmal. Muss das sein? Name Köstner, Vorname Erich, Alter 65, Ja. Größe Mit der 77. 1,83, ist besser. Beruf Hausmeister. Facility Manager. Okay. Auf der Suche nach? Was heißt denn das jetzt? Naja, suchst du die Frau fürs Leben oder eine schnelle Nummer? Hannes, Was denn? also das ist mein eigentlich Papa. suche ich ja gar nichts, wenn dann eine Frau fürs Leben. Ja, wir können ja schreiben, wie man zum Spazieren gehen, zum Ja. Kartenspielen. Okay, ja, das reicht auch. Nächste Frage. Wie würdest du deinen Typ beschreiben? Gemütlich, aber Ja, fleißig. ja, ja, ja. Bodenständig. Das ist gut, ja. Bodenständig, Okay. ja. Hat einen grünen Daumen. Okay. Welche Haarfarbe sollte deine Flamme haben? Ja, da gibt es in meinem Alter keine große Auswahl mehr, entweder grau oder weiß. Ja, grau gibt's nicht. Und weiß auch Ist doch nicht. egal. Haarfarbe ist ja gar nicht so Ich wichtig. zum Beispiel finde Rot ganz schön. Jetzt wird's spannend. Kannst du dir eine offene Beziehung vorstellen? Ja, nein, vielleicht. Was heißt denn das? Also wenn du in einer Beziehung bist, aber du auch mit anderen, also wenn ihr das abgesprochen habt, dass du und auch dein Partner, dass ihr auch mit Nein, anderen, das kann ich mir nein, nicht vorstellen. mach nein, Na, ganz ruhig ehrlich sein. ja, er hat nein gesagt, Das Hannes. hättest du ruhig gesagt. Ja, warum nicht? Was? Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Was kannst du dir vorstellen? Na, ist egal, jetzt. Ist das gerade ernst gemeint? Was ist dir bei deiner Traumfrau besonders wichtig? Kochen zum Beispiel und putzen. Aber Also, da Hannes! kann ich mir die Frau Meier als Putzfrau vorstellen. Oder soll sie noch große Brüste haben? Sag mal, Hannes, ist es jetzt gerade alles Spaß oder meinst du das ernst oder Ja, genau. was? Humor, das kann man auch schon. Humor soll jetzt auch. Ja, Ja, also okay, Humor Humor. kannst du dir auf jeden Fall nicht auf deine Seite schreiben. Steht ja bei mir auch nicht drin. Was? Ich versuche das Du gerade kannst mal. nicht die ganze Zeit solche Sachen sagen und dann, nö, hab nicht so gemeint, alles nur Spaß. Es geht doch jetzt um die Seite von deinem Ja, Papa. aber du haust hier ein Ding nach dem anderen raus. Ja, warum bist du heute so aggressiv? Hast du deine Tage oder was? Wenn du hier so Dinge aufführst mit, ja, offene Beziehung, fände ich ganz gut. Boah, Habe ich das. jetzt in den, seit 5 Jahren habe ich noch kein einziges Wort davon gehört. Ja, das war doch gerade nur ein Ah Spaß, weil ja, wir. und wenn wir hier mit meinem Papa sitzen, dass du da auf die Idee kommst, jetzt spreche ich es mal an, ich würde gerne rumficken. Ja, Ist das der klar. Wenn Türöffner hier für jemand offene frei. Beziehung? Oh ja, okay, da gibt es jemand, Als oder? ob ich jemanden hab. Ja, Bist weiß du ich ja nicht. bescheuert? Wie kommst du auf so eine Ja, wer Scheiße? schreibt dir nachts? Mir schreibt niemand Ja, nachts. Wie klar, kommst du. dann mach doch wenigstens dein Handy aus, dann bekomme ich es nicht mit. Jede Scheiß nach kommt irgendein Bing, Bing. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wer mir nachts Ja, schreibt. natürlich, als ob du morgens nicht auf dein Handy schaust. Wahrscheinlich schreibst du nachts schon zurück. Vielleicht sind es nur Mails, ich keine Ahnung, ich check Nur doch nicht. Mails, ah ja. Ja. Und wer schreibt dir nachts um 3 Mal so eine Mail? Boah, Ist es die eine was von. Ist soll es. denn das? Bist Ja, du rote bescheuert? Haare finde ich schön. Und ja, auf eine Beziehung. Ja, Also würdest ich du fände es dir halt ja. mal die Haare rot färben, dann Ich soll wäre es mir die doch. Haare rot färben. Ja, Und dann. warum denn nicht? Warum denn nicht? Weil ich das schön finde. Sag mal, reduzierst du mich jetzt gerade auf mein. Soll ich.
Oh, das geht doch noch nicht was? Darum, stört es euch doch mir vielleicht noch eine Brust-OP und soll ich ja, eine die Abwechslung soll langweilig. Du bist ich bin langweilig. Ja, du bist richtig langweilig. Mit deinen Jungs kannst du Spaß haben, was? Mit mir aber nicht. Bist du eifersüchtig auf meine Jungs? Ja, warum? Ich bin nicht eifersüchtig. Das sind überhaupt nicht meine Jungs, das sind alle. Bier trinken, bis nachts um drei bist du besoffen. Ja, mit bis nachts um drei gehe ich mit meinen Freunden Bier klar, trinken. Und ja, ich frage dich jedes einzelne Mal, ob du mitkommen willst. Ja, was soll ich da? Jedes Mal, aber nö, oh, ich bin so beschäftigt, ich bleib lieber auf der Couch. Was machst du denn? Das sind doch voll die Deppen, was will ich mit den Vollidioten? Du bist voll der Depp. Ich bin Depp. Ja, was machst du die ganze Zeit? Ja, komm, dann gib mir doch mal dein Handy. Du willst dein Handy? Ja, ja, okay, ja, komm. Zeig mal, wer dir so schreibt. Ja, zeig mal. Du bist so bescheuert, als ob dir irgendjemand schreibt. Ja, zeig. Nee, ich zeig dir doch nicht, was in meinem Handy ist. Nein, warum soll ich dir zeigen, was in meinem Handy ist? Das macht man nicht, verstehst du das? Also mein Handy kannst du haben. Ich will doch gar nicht lesen, was in deinem scheiß Handy steht. Alles, was ich mit meinen Jungs schreibe. Was soll ich denn da lesen? Nein, ich will's nicht. Du interessierst mich. Ich würde schon gerne wissen, was hier bei dir abgeht. Du willst ja, ich will wissen, was Sache ist. Doch immer läufst du weg, mit dir kann man krank, du bist krank. Ja, geh mir nicht auf den Sack, komm. Geh du mir doch nicht auf den Sack. Zieh doch aus!